Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, was wird's, ein angezockten Kurz-Let's Play? Ich weiß es noch nicht. Ich nenne es jetzt erstmal ein angezockt. Und zwar, es geht um das gestern neu erschienene Spiel Vulkanoids. Auf Steam erhältlich für 16,79 €. Zumindest ist das der Stand, den ich gerade nochmal nachgeguckt habe. Ich habe es mir natürlich wie immer selbst gekauft, also nichts von wegen kostenlos bekommen oder so, wie andere. Nein, ich kaufe mir meine Spiele selber und bewerte die auch, wie ich es für richtig halte. Das Ganze ist im Early Access und ja, ich habe es noch nicht angespielt oder ausprobiert, sondern das mache ich jetzt mit euch. Wie ihr unten sehen könnt, Version 1.15.5.0 im Early Access. Wir fangen ganz einfach an mit einem neuen Spiel. Das Ganze ist mittlerweile auf Deutsch, die Sprachausgabe auf Englisch, aber wir haben hier unten die deutsche Übersetzung. Ich lese euch das jetzt nicht vor. Ich lasse das jetzt ganz einfach mal so durchlaufen. Denn ich sage mal, lesen kann jeder selber. Ich werde mich erstmal streng, es soll ein Tutorial geben, ich werde mich erstmal streng an dieses Tutorial halten. Denn wie gesagt, das soll ein Kurz-Let's-Play oder ein angezockt. Ich denke mal eher an angezockt werden. Angezockt heißt bei mir immer so, 3 Folgen sind geplant. Ich weiß über das Spiel noch so gut wie gar nichts. Ja, ich weiß nur, es geht um irgendwie einen Bohrer, mit dem wir nach unten bohren können. Es gibt einen Vulkan, vor dem wir uns in Acht nehmen müssen. Wir müssen also im Untergrund sein, wenn dieser Vulkan ausbricht, ansonsten sind wir platt. Es gibt Roboter, die uns angreifen, die auch wohl irgendwas mit diesen Vulkanausbrüchen zu tun haben. Ansonsten, ja, wir sind hier auf einer Insel, also das Ganze ist vom Platz her doch beschränkt, also es ist kein reines Open World, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und unser, oder sind es mehrere Inseln, wenn ich das jetzt schon wieder sehe, weiß ich nicht. Es sind auf jeden Fall überall Vulkanausbrüche, ja, wie man hier sehen kann. Und man fängt an auf einem U-Boot, ob wir damit nun hergekommen sind oder was das jetzt ist, das weiß ich jetzt auch nicht. So, und jetzt lädt das Spiel. Das dauert natürlich ein bisschen. Ja, hier gut zu sehen, das ist wohl unten im Vulkan. Die bohren damit irgendwas und scheinen dann wohl dadurch die Vulkanausbrüche zu verursachen. Jawohl, da sind wir. So, sprich mit dem Kapitän. Suchen Sie den Kapitän auf für neue Aufgaben. Ja, dann machen wir das doch mal. So, bauen Sie einen Drillship-Kern. Hauptaufgabe, nennen Sie Kernabgabe des Spielinventar annehmen. Also, jetzt müssen wir erstmal aus dem U-Boot raus. Und wir haben nur 10 Minuten. So, wir brauchen jetzt die Pickaxt und brauchen Kupfer und Kohle. Was mir gerade aufgefallen ist, hier auf dem Steg ist ein Brett durchgebrochen, da können wir aber trotzdem ganz normal drüber laufen. Ansonsten hätten wir jetzt eine Etage tiefer gesessen. Kupferschrott, das nehmen wir auch direkt mit. Also Steuerung, typische WASD. Interagieren mit E, habe ich gerade eben rausgefunden.
Okay, 20 Kupfer haben wir. Jetzt sollen wir Kohle finden. Das ist da hinten. Ja, ich denke mal, wir brauchen auch noch mehr, aber ich werde jetzt wirklich nur hier das machen, was uns hier auch gesagt wird. Denn es soll ja nur ein angezockt sein und nicht geplant ein komplettes Let's Play. So, haben wir auch weg. Und jetzt mit der 2 können wir das wieder abwählen. Sips. Ja, diese Roboter, die greifen uns dann wohl auch an. Na, dieses Loch hier meinte ich. Und wie man sieht, also man kann direkt drüber stehen, passiert nichts. Ja, springen können wir auch. Mit der Space-Taste. Ah, so geht's runter. So, das Frachtmodul, das ist das hier. Okay, das da auch rein. Munition haben wir erstmal so ein bisschen. Escape kommen wir da wieder raus. Geben Sie zum Frachtmodul, klicken Sie mit der linken Maustaste oder E. Werkbank, Raffinerie. Produktionsstation. So, Verbandsmaterial nehmen wir mal mit, ne? Besser ist besser. Den Kern bauen. Irgendwie war da was mit Strom. Kupferbarren. Wir müssen hier alles Mögliche anschalten erstmal, bevor das überhaupt funktioniert. Nee, die Reparatursätze nehmen wir mal noch nicht mit. So, was sollen wir denn jetzt machen hier? Raffinerie ist an. Ah. Einschalten mussten wir es. Okay. Drücken Sie L. L. Bauen Sie einen Drillship-Kern. Also Raffineriemodul.
und du nicht aktiv. Modul nicht aktiv. Dafür brauchen wir Kupfererz. Okay. Low Energy. Aha. Das heißt, wir sollten. Nee, das müssen wir anlassen oder das müssen wir ausmachen. Oh, der Vulkanausbruch geht bald los. Das Energiemodul müssen wir einschalten. Ah! Hatte ich soeben nicht verstanden, aber okay. Kupfer raffinieren. 2 von 12 haben wir. Da wackelt schon einiges. Ja, da bricht der Vulkan in etwas über 2 Minuten auf. Aus. So, und jetzt gehen wir hier zum Produktionsmodul. Das schalten wir natürlich auch erstmal an. So, und wir sollen das bauen. Fehlender Gegenstand. Kupferplatten, Kupferrohre, Kupferschrauben. Verbrauchsmaterial, Komponenten. Moment, was brauchen wir? Einmal Kupf, jeweils eins. Okay. Einmal, einmal, einmal. Und den Kern. Da sollen wir wieder Kupfer raffinieren, und zwar nochmal 10 Stück. Wir müssen nach unten, wir müssen abtauchen, oder nicht? Periskop, irgendwo habe ich es gesehen. Ich glaube, das hier ist es, ne? Oh ja. Also im Boot sind wir sicher. Okay. Kupfer raffinieren.
wollt. Strukturen. Equipment. Die Karte. Stationen. Haben wir schon. Na, davon zwei. Produktionsmodul. Das ist das. Ja. Und gut, dass die Bildchen daneben sind, sonst wüsste ich überhaupt nichts. Und ein Raffineriemodul. Das ist das. Raffineriemodul schließen. Und Produktionsmodul auch ausmachen. So, jetzt sollen wir das alles mitnehmen. Das müsste dann ja hier sein, ne? Ja, genau. So. Das brauchen wir nicht. Das haben wir eins zu viel hergestellt. Gut, das haben wir alles mitgenommen. Wie sieht das mit unserem Inventar aus? Wir haben Wir haben 16 Plätze. Diese 16 Plätze sind auch voll belegt. Was wären hier mit der Werkbank? Ach so, mit der Werkbank können wir das. Ja, richtig. So, Captain. Drillschiff erobern. Das machen wir doch mal. Denn das wollen wir ja haben. 13 Minuten haben wir. Ja, hier fliegt immer noch der Krempel rum. Ah, mit der Shift-Taste können wir auch schneller laufen. Okay. Gegner sind weg.
So, gehen Sie in das runde Objekt in der Frontwand, da oben, genau. Und den mit Schraubenschlüssel, das ist in dem Fall die 1. Platzieren Sie das Produktionsmodul. Produktionsmodul. An einer reparierten Wand. Also müssen wir das. Ja, da habe ich eben nicht aufgepasst. So, und dahinter das Modul hier zu setzen, ist eigentlich auch ein bisschen. Ja, geht aber nicht anders, ne? Ich hoffe, das können wir irgendwie umsetzen. Ach, das sind nur die Module, die können ja versteckt sein. Ha, genau, weil die Raffinerie selber haben wir hier. So, da haben wir ein bisschen viel von. Kohlekraftwerk öffnen. Wo ist das? Gehen Sie zum Kohle. Ich glaube, das ist oben, oder? Jo. Okay. Kupferschrauben herstellen. Produktion. Wo ist die Produktion? Da. Kupferschrauben 5 Stück. Und davon 6. Einen Hüll Reparatursitz. Fehlender Gegenstand. Ach, das sind immer 5. Okay. Das reparieren, das reparieren, das reparieren, das reparieren, das reparieren. Bauen Sie ein Türmodul. Module. Türfenstermodul. Fehlender Gegenstand. Was brauchen wir dafür?
Kupferrohr. Okay. Da ist es nicht. Da ist es. Den nehmen wir mal auch sicherheitshalber mit. Okay. Und wo bauen wir die Tür hin? Ganz nach vorne, würde ich sagen, ne? Dass wir hier rauskommen. Hier können wir dann nämlich noch was daneben setzen. Jo. Ach so, und oben ist dann automatisch ein Fenster. Aha. Wo wir dann rausgucken können. Sehr schön. Kontaktieren Sie den Captain. Machen wir doch. Ein Kohlekraftwerksmodul. Kupferröhren herstellen, da sagt er nichts mehr zu. Kupferplatten herstellen. Fehlender Gegenstand, was fehlt uns denn? Kupfer wahrscheinlich, ne? Okay. Das heißt, wir müssen Kupfer sammeln. Da hinten ist Kupfer. Gehen wir mal hier. Ach, hier ist auch welches. Guck mal. Okay. Wollen wir aber gleich ein bisschen mehr. Ja, aber wie es dann weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.